Ja, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner kleinen Waldübernachtungsreihe. Irgendwie zieht sich technische Fehler komplett durch. Jede Folge hat irgendein Problem. In diesem Fall ist es das Problem, dass dieses großartige Foto, was wir hier sehen, war eigentlich der Versuch, den Aufnahmeknopf meiner Kamera zu drücken. Aufnahme, ja, nicht mach ein Foto sozusagen. Und ja, dummerweise war der Fotomodus drin und was ihr jetzt hier eigentlich sehen solltet, wäre Bewegtbild, wie ich mein Lager aufschlage. Das heißt, ich versuche das jetzt einfach mal akustisch wiederzugeben. Also, man nehme die Plastikplane, die meine Bodenunterlage darstellt, lege sie auf den Boden, schmeiße eine Isomatte drauf, pumpe die Isomatte mit dem Pumpsack, in dem der Schlafsack drin war, auf und werfe besagten Schlafsack oben drauf, beziehungsweise Quilt. Und den kann man dann ja noch mit diesen Strippen, die am Quilt dran sind, an der Isomatte befestigen und dann ist das Ganze auch fertig. Da ich noch zusätzlich ein Mückennetz dabei hatte, habe ich das noch oben drüber gehängt. Ja, aber sehen kann man das jetzt nicht. Ich hoffe, der Schaden hält sich in Grenzen, weil das habt ihr garantiert schon 7000 Mal bei irgendwelchen anderen Overnighter-Videos, sogenannte Overnighter, ne? Videos gesehen und ja, man kann sich's, denke ich, auch einigermaßen vorstellen und auch bei anderen Videos von mir, wo ich mal im Wald penne, sieht man, dass ich kurz ein Lager aufbaue. Also ich hoffe, der Schaden, wie gesagt, hält sich in Grenzen. Und damit zurück zum Ben vor Ort, diesmal mit gutem Ton, mit immer noch miesem Bild, weil immer noch dunkel und ja, paar Informationen, die der noch loswerden möchte. Also da war wirklich der Wurm drin, meine Güte. So, da la, also das war's. Bettchen bauen, das ist im Grunde super simpel. Ne? Das muss man eigentlich niemandem erklären. Ihr legt eine Bodenplane auf den Boden, habt sicherlich eine andere, bessere, in Anführungszeichen, als meine. Das darf auch was viel Größeres sein als meine. Auch das Tarp darf viel größer sein, eure Plane. So die Standard-Baumarkt-Plane zum Beispiel. Ne? So 3x4 Meter, das ist relativ riesig, das gibt ein großes Lager. Macht ja nichts, macht ja überhaupt nichts. Schön hoch abspannen. Dann habt ihr auch viel Kopffreiheit, könnt ihr da drin, drunter fast schon gebückt gehen und, ja, und eine schöne große Plane auf den Boden legen, dann bleiben die Krabbelviecher auch weitestgehend weg. Krabbelviecher, ja, die gibt's. Zecken, ja, die gibt's auch. Ja, das ist halt nun mal tatsächlich der Wald. Der ist insbesondere, wenn es ein naturnaher Wald ist, so wie der hier, in dem ich hier gerade bin, nun mal durchaus nicht ganz unbelebt und da ist das ein oder andere unterwegs. Das muss man halt eben auch wissen, beziehungsweise das muss man dann halt nun mal akzeptieren. Aber ich habe ja ganz eingangs schon gesagt, und das möchte ich jetzt an der Stelle vielleicht noch mal kurz wiederholen, keiner muss im Wald pennen, gar nicht. Ja, im Grunde ist es für den Wald ja auch nicht besonders gut, dass in ihm geschlafen wird. Der sollte nachts weitestgehend den Tieren gehören. Drum vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kleiner Sicherheitshinweis, beziehungsweise ein kleiner Naturschutzhinweis eher. Wenn es wirklich Nacht geworden ist oder kurz davor, in meinem Fall, was ist denn jetzt? Wahrscheinlich 19:30 sowas und den Dreh, ich habe ja keine Uhr, macht doch nichts. Dann sollte man nicht mehr allzu viel rumlaufen. Ja, man belegt hier ein Stück Wald, dadurch, dass man hier ist. Und die Tiere werden das respektieren, die allermeisten. Manche sind vielleicht neugierig und gucken mal schnell. Aber die meisten Tiere werden einen großen Bogen um einen machen. Das heißt, man belegt ein bisschen Platz, wo die Tiere dann nicht hin können. Man sollte diesen Platz auf ein Minimum beschränken. Soll heißen, wenn dann wirklich die Dämmerung langsam mal einsetzt und auch insbesondere, wenn sie etwas fortgeschritten ist, dann ist man da, wo man ist und da bleibt man dann nach Möglichkeit auch bis zum nächsten Morgen. Wenn die Morgendämmerung dann wieder vorbei ist, dann kann man wieder weiterziehen und so stört man möglichst wenig Tiere und so ist der Eingriff in die Natur so minimal, wie das halt eben nun mal geht, dadurch, dass man sich da aufhält. Dass man sich in der Natur aufhalten darf, ich finde, dazu haben wir sehr wohl auch ein Recht. Auch wir sind irgendwo ein Säugetier. Und damit finde ich das durchaus legitim. Dass man dann ein kleines bisschen eben stört, ja, das liegt in der Natur der Sache. Da ist jetzt so eine philosophische Frage, ist der Mensch denn nicht automatisch immer ein Fremdkörper in der Natur und soll er gefälligst in der Stadt bleiben oder darf er sich auch seiner Wurzeln besinnen, dass er ursprünglich ja auch mal auf Bäumen rumgekraxelt ist, beziehungsweise, also das war jetzt, ne, das war eine Anti-Mücken-Bewegung. Beziehungsweise, dass wir hier halt in diesen Wäldern sehr wohl auch schon zu ganz anderen Zeiten unterwegs waren, noch mit Pfeil und Bogen und mit Speer und vor allen Dingen auf der Jagd nach dem Hirsch. Und
solche Späße. Also ich finde schon, dass das okay ist, dass man fürs Naturerlebnis mal eine Nacht im Walde pennen darf oder auch mal zwei oder auch mal drei und vielleicht auch regelmäßig. Allzu häufig wird das sowieso keiner von uns tun. Allzu viele Waldgebiete bieten sich dafür auch nicht an. Nicht überall ist es schön zum da schlafen und bisher ist der Wald noch nicht sehr, sehr voll. Aber ja, ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass ich hier gerade quasi eine Empfehlung abgebe, im Wald zu pennen. Wenn das jeder machen würde, dann wäre es irgendwann auch ein Problem. Und darum möchte ich nochmal betonen, man muss ja nicht im Wald schlafen. Das ist kein spirituelles Erlebnis der unglaublich lebensverändernden Art, jedenfalls nicht für die allermeisten von uns. Dann hast du halt mal eine Nacht im Wald gepennt, herzlichen Glückwunsch. Oder du hast es nicht getan, auch überhaupt nicht schlimm. Ja, das macht dich jetzt nicht zu einem schlechten oder gegebenenfalls zu einem besseren Menschen. Naja. Gut, in seltenen Fällen vielleicht letzteres schon, wenn man es dann getan hat, ne? Aber ich möchte betonen, man muss sich der Verantwortung, die man hier hat, hier ja gefälligst möglichst wenig zu stören. Und wenn man ein Teil der Natur sein will, dann heißt das eben auch, wenn man das versucht zu sein zumindest, dann heißt das auch, dass man halt eben nicht Rumpeldipumpel und Holterdipolter durch den halben Wald bricht und dann riesen Tamtam und Cetera und Zeter und Mordio veranstaltet, sondern dass man sich wie alle anderen Tiere auch verhält, heißt bedeckt, ressourcenschonend, kleinstandörtlich. Und wenn es weitergeht, dann geht es weiter. Okay, das ist ja bei uns auch durchaus der Fall. Aber für so ein Nachtlager sollte man sich dann nicht mehr weiter als 100 Meter von dem selbrigen entfernen, wenn es dann wirklich mal Abend geworden ist. Im Idealfall macht man das auch tagsüber nicht. Man geht an irgendein abgelegenes Plätzchen. 250 Meter im Umkreis läuft man von mir aus noch die Fläche ab. Dann sind auch die Tiere, die da waren, weg. Und dann wird es Nacht und dann sollte man sich wirklich auf seinen Schlafplatz begrenzen, ne? Also ich habe verstanden, wieso, einfach um die Tiere nicht noch weiter, noch einen größeren Radius um uns herum laufen zu lassen, so rum, weil sie uns ja doch weitestgehend aus dem Weg gehen. Weil der Rest des Waldes soll ja dann denen auch gehören und angenommen, irgendwo in diesem Wald pennt diese Nacht zufällig noch irgendjemand, dann haben sie noch weniger Platz und irgendwo müssen sie ja auch hin. Und das sollen sie ja auch. Und genau genommen ist das ja mehr ihr Wald als unserer. Weil wir sind hier nur hin und wieder mal zu Besuch, die sind hier 24/7. Ne? Das sollte man im Hinterkopf behalten, meiner Meinung nach. Gut, jetzt Essen. Das ist wie gesagt mein Kochset. Das besteht erstens aus einem orangen Beutel, der inzwischen auch ein bisschen gelitten hat. Das macht aber nichts, funktionieren tut er noch. Dann habe ich einen Deckel. Dann habe ich ein bisschen Küchenpapier, was auch nur Klopapier ist, aber das tut ja nichts zur Sache. Dann habe ich ein kleines Feuerzeug. Und ich habe einen kleinen Gaskocher sowie eine kleine Gaskartusche. Ja, die passt da praktischerweise zufällig genau in diese Tasse rein. Nein, das ist kein Zufall, sondern die ist vom Format eben entsprechend angepasst, dass da eine kleine Gaskartusche reinpasst. So, scheinbar steht die Outdoor-Industrie und viele Leute, die den Krempel kaufen, total drauf, wenn irgendwelche anderen Dinge formschön in die jeweilige Tasse passen. Es gibt auch Flaschen, die in die Tasse passen und oder Tassen, die über die Flasche passen oder so und so weiter. Jetzt kommen übrigens die Mücken. Ist übrigens auch typisch, dass dann bei beginnender Dämmerung die Mücken noch mal so richtig loslegen. Bisher hatte ich hier weitestgehend Ruhe. Jetzt kommen sie gefühlt alle. Und jetzt habe ich mein Mückennetz natürlich schon schön installiert, aber hocke außerhalb davon. Das ist selbstverständlich klug. Ne? Aber ja, ein paar Mücken. Also soweit das jetzt, so viele wie das jetzt hier sind, das ist jetzt noch erträglich. Ich habe jetzt auch kein Mückenzeug drauf und auch keins dabei, aber ist noch erträglich. So, das ist jetzt hier mein kleines Gasköcherchen. Das ist jetzt wirklich nur so eine ganz kleine Topfauflage. Die eignet sich dementsprechend auch nur für kleine Töpfe. Das Ding ist leider aus China, muss ich zugeben. Das ist der BRS irgendwas Stove. Also Kocher zu Deutsch. Und leider ist das Ding halt relativ großartig, weil es ist winzig, es wiegt nichts. Also der Kocher, die Gaskartusche wiegt schon ein bisschen was. Die hat, glaube ich, 80 Gramm Eigengewicht und theoretisch sind 178 Milliliter Gas drin. Das sind etwa 110 Gramm in Flüssiggasform. Und ja,
Das muss man jetzt im Grunde nur noch anzünden, dann brennt das, dann stellt man hier sein Töpflein oben drauf. Seht ihr jetzt gleich alles und dann mache ich mir heißes Wasser. Ich habe auch noch einen Wimschutz irgendwo, den werde ich heute aber nicht brauchen. Einfach weil tatsächlich relativ irrelevant, geht gerade überhaupt kein Wind. So, guck mal. Zack. So, und dann noch ein paar Takte zu offenem Feuer. Ja, grundsätzlich ist jede Form von offenem Feuer, das hatten wir ja schon besprochen, beim rechtlichen Teil im Wald erstmal nicht erlaubt. Gewisse Dinge werden tendenziell eher geduldet als andere Dinge. Generell, wer auf Nummer sicher gehen möchte, macht halt nichts mit irgendwas, was brennt. Es gibt theoretisch auch so chemische Kochboxen, die eine Oxidationsreaktion ohne Flamme nutzen, um was heiß zu machen. Das habe ich mal in einem anderen Video irgendwo erwähnt, für wen das interessant ist. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. So, und ansonsten gilt generell, ich mache mir hier wenig Aufwand mit dem Aufräumen vom Waldboden und dem Wegschaffen von irgendwelchem Laub und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass das gerade noch feucht genug ist, weil es hat vor kurzem erst geregnet. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, da mehr als ein paar Blätter anzuzünden. Das heißt nicht nur nahezu, sondern es ist tatsächlich unmöglich. Das muss man aber natürlich wissen. Und das kann man nicht unbedingt immer im Bildmaterial sehen. Die Blätter sehen noch recht trocken aus, sind aber tatsächlich so feucht, dass sie es nicht von jetzt auf gleich einfach anfangen zu brennen. Und ja, das muss man, wie gesagt, eben einfach wissen. Und vor Ort das Verhalten den Gegebenheiten anpassen. Das ist relativ entscheidend. Im Übrigen, ein Gaskocher ist durchaus eine relativ sichere Form zu kochen, weil wenn da der mal umfallen sollte oder sonst wie, dann zündet er in seiner Umgebung wahrscheinlich erstmal ein bisschen was an. Das kann man austreten, das kann man ausschlagen, das geht relativ einfach, insbesondere wenn nicht viel langfristig brennbares Material am Waldboden rumliegt. Das ist ohnehin nochmal wichtig. Der Waldboden sollte frei von Dingen sein, die wirklich auch lange brennen können und fettes Feuer erzeugen können, sprich einfach nur eine Laubschicht. Die brennt weg und dann ist sie auch weg. Die ist nicht in der Lage, irgendwas Größeres anzuzünden. Ein ganzer Stapel mit totem Holz, da sieht die Sache nochmal anders aus. Und auch eine sehr, sehr hohe Fläche mit trockenem Gras, die ist auch sehr, sehr gut brennbar. Da muss man also auch nochmal gucken. Nochmal ein Grund, weshalb ich eben diesen Buchenwald, in dem ich mich hier befinde, empfehle, weil da ist eigentlich im seltensten Fällen nennenswert brennbares Material am Waldboden vorhanden. Ja. Das ist es, glaube ich, im Wesentlichen, was dazu noch zu sagen war. Aber zu Feuer machen generell und auch zu rechtlichen und Sicherheitshinweisen gibt es auch noch genügend andere Videos auf diesem Kanal. Das soll hier jetzt gar nicht so sehr das Thema sein. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Jetzt machen wir da erstmal noch Wasser in unsere Tasse. Also das ist jetzt halt ein ganz simples Abendessen. Es geht mir im Wald meistens, außer wenn Frau dabei ist, nicht drum, irgendwelche tollen Sachen zu kochen. Das interessiert mich relativ wenig. So, das reicht. Das reicht jetzt doch dicke. Sondern einfach nur drum, möglichst einfach eine warme, halbwegs sättigende und akzeptabel schmeckende Mahlzeit hinzubekommen. Vorteil vom Gaskocher, wirklich total simpel in der Anwendung. Nachteil vom Gaskocher, macht Lärm. Nicht viel, aber doch ein bisschen. So, fertig. Jetzt heißt es abwarten. Und wenn das Wasser kocht, muss ich nur noch mein Essen reinmachen. Das zeige ich euch dann gleich. Bis sofort. So, Wässerchen kocht. Auf dem Wege kann man sich selbstverständlich auch einen Kaffee machen, wenn man dann einen Kaffee möchte. So, jetzt ist das leider ein bisschen heiß geworden. Passiert nicht immer, passiert manchmal. Für sowas habe ich hier mein Küchenpapier. Das langt dann meistens auch schon aus, dass man das dann bequem anfassen kann. So, Kocher kann man unten sowieso immer anfassen. Und jetzt muss ich da wirklich bloß noch mein Beutelchen hier aufmachen. Und dann nehmen wir das Deckelchen runter und legen es nach Möglichkeit nicht in den Dreck. Und so eine Tüte, wenn man sich das vorher in Tüte abgepackt hat,
hat den großen Vorteil, die kann man dann auch gleich als Mülltüte verwenden für alles andere, was an Müll noch anfällt. Es ist grundsätzlich, meiner Meinung nach, nicht besonders schlimm, wenn man sich ein bisschen Plastik in den Wald mitnimmt, also Plastikmüll, sofern man diesen dann auch wieder mit nach Hause nimmt. Und jetzt habe ich natürlich eine Hälfte von meinem Essen daneben gekippt. Ja, die Hälfte war es nicht. Nicht so schlimm. Ne? Wäre jetzt dramatisch, wenn ich wenig davon hätte. Das ist aber nicht der Fall. So, und jetzt brauche ich noch meinen Löffel. Da ist er. Und jetzt muss ich das nur umrühren, dann eine Weile ziehen lassen. Dann ist das auch schon fertig. Ja, Wassermenge passt. Ich mag das nämlich nicht, wenn es so wässrig ist. Das soll eine gewisse Konsistenz haben, nach Möglichkeit. Und dann machen wir hinterher noch den Abwasch. Abwasch funktioniert so, du machst noch mal ein ganz kleines bisschen Wasser rein ins Töpflein. Du machst das noch mal ein kleines bisschen warm. Bisschen warm reicht völlig. Und dann kann man auch bei niedrigen Temperaturen, also sofern man genug Brennstoff hat, ne? Dann kann man nämlich auch bei niedrigen Temperaturen relativ entspannt abwaschen, ohne allzu sehr leiden zu müssen. Manche Leute haben jetzt noch einen sogenannten Pot-Cozy. Ein Pot-Cozy wäre jetzt nochmal so eine Alu-Abdeckgeschichte, mit der man seinen Pot jetzt einpacken könnte, damit der länger warm bleibt. Also im Prinzip eine Thermohülle für den Pot. Dann zieht das Essen schneller durch, beziehungsweise hätten wir jetzt total kalte Temperaturen und ich habe was ziehen soll im heißen Wasser, beziehungsweise mit heißem Wasser, dann ist das sehr schnell nicht mehr heiß. Und wenn du dann keinen Isolator um den Topf hast, dann kann das, je nachdem wie kalt es ist, wirklich schon so kalt sein, dass es dann gar nicht mehr reicht, dass sowas hier durchzieht. Ne? Daher haben viele Leute besagten Pot-Cozy. Und nochmal zum Brennstoff sparen, weil du dann heißes Wasser nehmen kannst, dann muss es gar nicht kochendes Wasser sein und dann funktioniert das trotzdem. Das zieht ja auch mit heißem Wasser und das heiße Wasser bleibt ja relativ lang heißes Wasser. Wie gesagt, wenn man so eine isolierende Aluhülle noch drumherum baut. Ne? Ja, was ist das überhaupt? Das sind Spaghetti Bolognese. Günstige Fertigmischung habe ich mir jetzt nicht selber zusammengemischt. Das kann man auch machen. Das macht insbesondere Frau sehr, sehr gut, uns da so Fertigmischungen zusammenmischen. Habe ich auch schon selber versucht. Ist nicht weiter dramatisch. Also beispielsweise nimmt man so olle Ramen-Nudeln, diese ollen asiatischen günstigen Nudeln, nimmt entweder das Gewürz, was dabei gelegt ist, oder packt das Gewürz weg und schmeißt sich stattdessen, was weiß ich was, an die Nudeln dran. Tomatenpulver zum Beispiel oder so eine Tomatensoße aus dem Maggi und Knorr-Regal, um es mal beim Namen zu nennen, und wegen mir noch ein paar Gewürze hinterher und vielleicht ein bisschen Sojafleisch, Sojagranulat. Das ist tatsächlich relativ praktisch, weil es ist jetzt nicht Fleisch, ne? Aber Eiweiß gibt es doch und hat halt die praktische Eigenschaft, dass es nicht so schnell schlecht wird wie reguläres Fleisch. Ja, man kann sein Fleisch theoretisch auch dehydrieren im Dörrautomaten, auch Hackfleisch, das geht ein Stück weit. Das Dumme ist nur, dass Hackfleisch immer einen gewissen Anteil Fett enthält und Fett kannst du nicht dehydrieren. Und dann wird das ganz schnell ranzig und hat dann nur eine sehr geringe Haltbarkeit. Also selbst wenn man versucht, das Fett noch aus seiner Hackfleischmischung weitestgehend rauszukriegen und fettarmes Hack genommen hat und so weiter, oder sich sein Hack selber gemacht hat, ein gewisser Restfett bleibt trotzdem immer drin. Und das ist in jedem Fall nie besonders lange haltbar, wenn man sich das selber macht. Also bestenfalls 2 Wochen und je nachdem, wie heiß es ist, auch kürzer. Das ist natürlich was anderes, wenn du im Winter bzw. In der Arktis im Winter unterwegs bist und so weiter und so fort. Ja, dann nimmst du dir dein Fleisch einfach als gefrorenen Block mit und raspelst was runter, um es dir dann jeweils warm zu machen. So, hätte ich jetzt noch irgendwo weiteren Müll, hätte ich jetzt hier eben entsprechend ein Mülltütlein. Jetzt habe ich aber gerade derzeit keinen weiteren Müll. Dementsprechend brauche ich auch mein Mülltütchen nicht. Dann sollte man halt gucken, dass man es irgendwo aufbewahrt, wo es nicht jeder sehen kann. Ist auch nochmal wichtig, sollte man erwischt werden im Walde.
ja, dann ist man gut beraten, dass halt kein Müll rumliegt, während man erwischt wird, dass das Lager einigermaßen ordentlich aussieht. Je nachdem, wer einen da erwischt, ist das vielleicht ein Mensch, der ordnungsliebend ist. Muss ja nicht zwingend so sein, aber in vielen Fällen ist es das dann halt doch. Und dann ist es von Vorteil, wenn man den ganzen Krempel nicht wirklich durch den halben Wald verteilt hat, sondern kompakt alles da liegt, wo es hingehört. Ne? So. Okay, ja, ich lasse das noch ein bisschen ziehen, esse dann in Ruhe und dann habe ich noch meine Ansprache für die Nacht. Wahrscheinlich wird es dann auch während der Ansprache für die Nacht auch durchaus Nacht. Sodala, jetzt hat die Sonne steht niedrig und scheint mir ins Gesicht. Das sieht auch immer toll aus, wenn dann die Sonne im Wald untergeht und dann teilweise noch so ein bisschen durch die Bäume scheint und man den einzelnen Lichtstrahlen wirklich noch so ein bisschen zugucken kann. Das ist natürlich auch so ein Stück weit ein Luxus, den der Waldschläfer nicht ganz exklusiv hat. Man könnte, ja auch hier hocken und warten, bis dunkel ist und dann nach Hause gehen. Das geht selbstverständlich auch. Aber ja, ist schon nicht dasselbe. Ja, jetzt habe ich zu viel in die Sonne geguckt und sehe nichts mehr. Ich mache mir noch schnell ein kleines bisschen Wasser heiß, zwecks Spülen, und habe auch noch einen kleinen Schwamm dabei. Aber ich würde euch schon mal plus minus erzählen, was ich zur Nacht noch so zu sagen habe. Nämlich, grundsätzlich noch ein weiterer Vorteil dieses Buchenwaldes, in dem wir hier jetzt hocken, ne? Ist es, dass ich auf diesem Laub, was wir hier überall sehen und wo ich jetzt auch schon drauf rumgeschlichen bin, da kann sich nichts, aber auch gar nichts ungehört anschleichen. Ja, das ist also schon durchaus, je nachdem, ne, ob man ein bisschen mehr Mut braucht, um im Walde zu pennen, oder ein bisschen weniger Mut schon ausreicht, da mag das für den einen oder anderen wirklich ein gewisser Vorteil sein, dass man sich einfach sicher sein kann, wenn hier was kommt, egal was, Axtmörder, Reh, Wildsau, in dieser Reihenfolge, nein, dann werden wir das hören. Insbesondere für diejenigen unter uns, die am ehesten Angst haben, dass irgendwo, also Angst ist ja immer das falsche Wort, die am ehesten Bedenken haben, dass ein Mensch irgendwo angeschlichen kommen könnte, denen sei wirklich darauf hingewiesen, ein Mensch, A, trampelt der durch die Landschaft, als gäbe es keinen Morgen mehr, der kann gar nicht anders. Also selbst wenn man noch so sehr zu schleichen versucht auf diesem Untergrund, bist du hörbar, insbesondere für jemanden, der angespannt unter seiner Plane liegt und in den Wald rauslauscht, ob da eben was kommt. Also gerade wer solche Phasen hat während des Schlafens oder während des Versuchs zu schlafen. Es kann übrigens auch durchaus passieren, dass man die erste Nacht so gut wie gar nicht pennt. Da geht die Welt dann auch nicht unter. Das ist dann halt so. Das ist kein Weltuntergang. Habe ich jetzt schon wieder meinen Löffel angefackelt? Nein, habe ich nicht. Gut, das kommt hier nun wieder mal vor. Da muss man sich einfach klar machen, hat ja keiner gesagt, dass man die allererste Nacht im Walde unglaublich gut schlafen muss. Ja? Viele Leute tun es ganz ordentlich. Ja? Manche haben ein paar kleinere Problemchen, so meiner Erfahrung nach. Und hin und wieder hat einer mal wirklich eine ganz miese Nacht. Aber das ist sehr, 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 sehr selten. Ja? Und im Großen und Ganzen muss man sagen, also meistens klappt das ziemlich problemlos. Eben gerade, wenn man sich klar macht, es kann sich nichts anschleichen, es kann eigentlich nichts kommen, was einem irgendwie was Böses will, von dem man nicht mitbekommt, dass es kommt, dann, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das, was so tatsächlich kommt, also was realistisch so aufkreuzt im Laufe der Nacht, das ist oft ein Reh, relativ häufig. Dann hört man noch diverse Vögel, die des Nachts mal einen Schreier lassen. Zum Beispiel, das kann sogar der schlicht und ergreifende Mäusebussard sein, der schreit, oder ein anderer Greif. Die schreien auch nachts ganz gerne mal.
oder eben tatsächlich ein Eulchen. Wenn man Glück hat, hört man ein Eulchen. Das sind ja jetzt große Sympathieträger. Da ist jetzt auch nichts Negatives dran. Manchmal hört man einen Fuchs in der Ferne leise bellen. Der hat so ein ganz heiseres, helles Bellen. So ein Wow, Wow, Wow. So in diese Richtung. Das ist so ein Mittelding zwischen Hund und Katze gefühlt. und dann gäbe es ja noch den Rehbock, wenn der Rehbock mal das Gefühl hat, sich äußern zu müssen. Das kommt recht häufig vor, dass man vom Rehbock entdeckt wird. Und der Rehbock hat dann das Gefühl, oh, da ist jemand in meinem Wald, der hier nichts zu suchen hat. Und der weiß vielleicht nicht, dass ich hier der Boss bin, für den sich der Rehbock durchaus hält. Dann wird der Rehbock sich möglicherweise anschleichen und dann passiert Folgendes. Das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt und das gibt's auch andere Berichte dazu. Man liegt jetzt hier rum und dann hört man von da drüben raschel, 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 raschel. Ja, nee, falsch. So ein raschel, 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 raschel. Das sind Mäuse. Ja? Die sind auch häufiger mal unterwegs des Nächtens im Walde. Nicht so häufig, die sind lieber am Tag unterwegs, weil es gibt Eulen und das wissen Mäuse auch. Und dementsprechend ist nächtens im Walde noch viel rumzurascheln gar nicht mal so super, wenn man Maus ist. Aber kommt schon mal vor. Aber wenn du so ein Raschel, 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 etwas, das wie Schritte klingt, das sind dann meistens nämlich auch welche, das ist häufig der Rehbock, der sich mit kleinen Schrittchen, so Schrittchen für Schrittchen, also jeweils zwei Beine parallel, aber trotzdem mit Schrittchen für Schrittchen langsam anpirscht. So, und der dreht dann diverse Runden um den Schlafplatz, mal eine, mal zwei, mal drei, mal im großen Abstand, mal etwas näher und so weiter und so weiter. Und er nutzt auch gerne Flächen, auf denen er eben nicht so raschelt, wäre dann also tendenziell da drüben zu vermuten, wo es noch ein bisschen Grün am Boden hat, wo etwas weniger Laub liegt, etwas mehr, ich sag mal, Dämmung, Schalldämmungsfläche am Boden liegt, in Anführungszeichen. Da wäre es durchaus vorstellbar, dass da der Rehbock ganz gerne unterwegs ist. Ja, und dann schleicht er hier ein paar Runden ums Lager und wenn er sich vergewissert hat, dass der Inhaber des Lagers entweder nicht vorhat, in nächster Zeit aufzustehen oder im besten Fall sogar schläft oder jedenfalls sich ruhig verhält, dann legt der Rehbock los. Wow! Bau, 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 bau. Und während er das macht, springt er meistens auch schon davon. Ja, weil da hat er sich ja zu erkennen gegeben und du könntest ja doch jemand sein, der ihm was tun möchte oder ihm was zu tun in der Lage bist. Das bist du tatsächlich. So ein Rehbock wiegt manchmal 25 Kilo, wenn es ein richtig, richtig großer ist. Und ja, der hat ein kleines Pieksegeweih auf dem Kopf, aber trotzdem, den kannst du wegkicken. Und potenziell sollst du natürlich nicht und du wirst ihn auch nicht kriegen, um das zu tun. Aber potenziell könnte man ihn wegkicken. Dementsprechend ist der harmlos und das weiß der auch irgendwo, dass er sich nicht mit dir anlegen sollte. Aber zum Schimpfen reicht's und das könnte durchaus mal im Laufe der Nacht passieren. Dieses Bellen vom Reh ist im ersten Moment tatsächlich ein ziemlich erschreckendes Geräusch, weil es so ein bisschen auch klingt wie das Bellen vom Hund. Und dann hat man das Gefühl, die Hundemeute ist los und irgendwo rennt der Jäger mit Hund rum und hat dich gerade gefunden und ist gerade mit dem Gewehr im Anschlag unterwegs, um mal zu gucken, was hier im Walde los ist. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, ja. Hoch unwahrscheinlich. Ist zwar schon vorgekommen, aber hochgradig unwahrscheinlich. Und wenn der Jäger dann kommt, dann spricht er im Regelfall mit seinem Hund. Das wird man dann also hören, dass da ein Mensch offensichtlich unterwegs ist. Zweitens, der Hund klingt dann doch irgendwo wie ein Hund. Also das merkt man dann schon, insbesondere wenn man schon mal einen Reh gehört hat. Man kann sich übrigens einen Rehruf auch prima im Internet anhören. Da gibt es jede Menge Audiogedönse dazu. Ich habe nur keine Rechte dran, darum blende ich hier nichts ein. Und das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also Reh relativ wahrscheinlich. Wie gesagt, Eulchen relativ wahrscheinlich. Teilweise kann auch ein simpler Mistkäfer, der über die Buchenblätter schreitet, also ein größerer Käfer. Es muss nicht ein Mistkäfer sein, es kann auch ein Bockkäfer sein oder irgendein größerer Käfer halt, der über die Blätter läuft.
der macht auch ein gewisses Geräusch, weil er die Blätter schon ein Stück weit zusammendrückt und bewegt und so weiter. Es gibt so ein ganz leichtes Rascheln, das sich auch langsam von A nach B bewegt. Das kann einen möglicherweise irritieren, ist in den, ich sag mal, 99% der Fälle tatsächlich ein Käfer, insbesondere wenn es sehr langsam ist und man um Verrecken nichts sehen kann, was da an einem großen Tier offensichtlich sehr langsam unterwegs ist. In diesem Zusammenhang übrigens Schnecken kann man auch sich anschleichen hören. Wenn die ganz nah gekommen sind und es sehr leise ist, dann machen die so ein Zwerp, Zwerp, Zwerp Geräusch beim Näherkommen. Eine meiner schlimmsten Nächte, wo ich mir die ganze Nacht Schnecken anhören musste, wie sie mal wieder zu nah sind. Und alle 15 Minuten musste ich quasi aufwachen, beziehungsweise auf... ja, wirklich so weit wach werden, dass ich in der Lage bin, mit meinem Anti-Schneckenstock mal wieder die nächste Portion Schnecken um mich herum in den Wald zu katapultieren, in der Hoffnung, dass die nicht wiederkommen. Killen wollte ich sie dann auch nicht, dafür sind sie dann zu harmlos. Die tun ja im Grunde nichts, außer eklig zu sein. Und anders als Mücken, die kann man schon mal killen. Das ist Selbstverteidigung. Und Schnecken sind schon ziemlich widerlich. Das macht keinen Spaß. So, was gibt es noch für Tiere? Wie gesagt, die diversen Vögel hatte ich schon erwähnt. Was ein Vogel ist, ist klar, das hört man dann auch sofort raus. Kein Vogel ist in irgendeiner Form irgendwie gefährlich. Wenn ein Mensch kommt, nochmal A, macht er einen Heidenlärm, B, wird er garantiert eine Taschenlampe anhaben. Insbesondere, wenn er noch nicht weiß, dass du da bist, wird er eine Taschenlampe anhaben. Weil ohne Taschenlampe durch so einen dunklen Wald wie diesen hier zu latschen, und der ist dunkel. Wenn es hier dunkel ist, dann ist hier dunkel. Da siehst du wirklich 2 Metern Baum vor dir noch, aber bei den dritten Meter siehst du ihn vielleicht schon nicht mehr. Je nachdem. Insbesondere, wenn du eben gerade schon mit Taschenlampe unterwegs warst und jetzt machst du die aus, um dich anzuschließen, dann ist dann anzuschleichen, selbst wenn du das vorhaben solltest, deine Nachtsicht dann derartig im Eimer. Während derjenige, der hier schön im Dunkeln unterm Tab liegt, das Tab ist schön hoch, man kann zu allen Seiten rausgucken, man sieht also auch, wenn was kommt. Man kann auch Tiere beobachten, falls sie da sein sollten. Das ist so der Hauptgrund, weshalb ich diese Aufbauform ganz cool finde. Eben weil man dann auch mal gucken kann, oh, da ist ein Tier, toll, was ist das denn? Und man würde dann natürlich sofort auch sehen, wenn sich jemand mit Taschenlampe nähert. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre, das ist einfach schlicht und ergreifend wahnsinnig unwahrscheinlich, wenn man seinen Schlafplatz gut gewählt hat, wenn man sich wirklich ein schön abgelegenes Waldstück gesucht hat und da mittendrin ist. Man muss sich auch klar machen, der Förster macht nachts keine Patrouillen im regulären Wald. Ist man dämlich genug, im Nationalpark zu pennen, da könnte einem das passieren. Oder in einem Naturschutzgebiet oder Biosphärenreservat oder sucht euch was aus. Oder direkt an irgendeinem besonders schönen See am Ufer, wo alle Welt am besonders schönen Ufer eines besonders schönen Sees nächtigen möchte. Wenn das super einfach zu erreichen und super attraktiv für alle ist, dann ist es auch hochwahrscheinlich, dass alle da regelmäßig da sind, und dann ist es ebenfalls so wahrscheinlich, dass es sich dann sogar lohnt, da mal den einen oder anderen Ranger vorbeizuschicken, der nach dem Rechten schaut. Das passiert auch. Ja? Drum erst recht nicht, gerade weil es diese Ranger tatsächlich gibt und dann gehen die wohin, wo sie Aussicht auf mehr Beute haben, dann erst recht nicht hier mitten im Nirgendwo und mitten im Wald. Ein Stück weit muss man hier vielleicht noch mal kurz die Naturschutzgeschichte rausholen und noch mal kurz drüber nachdenken. Wenn wir alle uns nur auf so einen schönen See, irgendwo in Oberbayern zum Beispiel, verteilen würden, ja, und nur da wären, dann wäre der Impact sozusagen für die Natur sicherlich weniger hoch, als wenn sich jeder 5 Quadratkilometer drumherum menschenleere Wälder aussucht und sich da mitten reinlegt. Ja, so gesehen führt das schon zu einer größeren Fläche, die sozusagen Waldschläfer belastet ist, als wenn die alle auf einem Haufen hocken würden. Aber andererseits, sobald viele Leute auf einem Haufen hocken, treten so Phänomene auf wie Bier und Party und Spaß. Und zwar nicht Spaß im Sinne von, ich hocke entspannt im Wald und werde gleich eine sehr entspannte, schöne Waldnacht haben in diesem wirklich schönen Wäldchen, sondern Spaß im Sinne von, gib mal noch ein Bier rüber und uns. Und muss ich niemandem erzählen. Ne? Für mich persönlich grauenvoll, insbesondere wenn das draußen stattfindet, insbesondere wenn das in größeren Gruppen an besonders schönen Naturorten stattfindet. Und so gesehen
sind wir sicher das unsichtbarere Übel und sicherlich insgesamt auch das kleinere Übel, wenn wir einfach nur still und leise im Walde übernachten. Ja, und wer das alleine macht und anders als ich nicht dauernd mit einer Kamera quasselt, wobei so eine einfache Gesprächslautstärke meiner Erfahrung nach vielen Tieren irgendwann egal ist, insbesondere wenn du die ganze Zeit laberst, kommt irgendwann trotzdem mal irgendein Tier vorbeigelaufen. Weil das denkt sich dann einfach, du bist irgendein komischer Vogel, der die ganze Zeit sein komisches Lied singt. Und irgendwann ist das denen dann egal, da passiert ja nichts. Da labert ja bloß, da macht ja sonst nichts. Was ziemlich genau eine gut zutreffende Beschreibung auf mich ist. Und dann kommen trotzdem die Tiere vorbei. Das ist also an sich auch nicht so die große Schwierigkeit. Aber wenn du alleine im Wald bist, dann wirst du ja den größten Teil der Zeit wahrscheinlich die Klappe halten, sofern du nicht ein großes Problem mit Selbstgesprächen hast. Und das ist überhaupt kein Thema, dass man da nicht groß stört und einfach generell leise ist und generell eher ein Teil der Natur als ein Fremdkörper. Ja? Und zwar ein Teil, um den andere Teile der Natur einen Bogen machen, wie gesagt. Die meisten Tiere werden sich fernhalten, aber es ist nur ein kleines Stück, nur ein kleines Gebiet, was wir hier belegen in einem ansonsten frei verfügbaren Wald für sämtliche Tiere. Und ich denke, dass da wir das ja auch nicht jede Nacht machen, sondern nur mal ausnahmsweise und dann hoffentlich auch noch an wechselnden Orten. Das würde ich empfehlen, dass man sich nicht den einen Schlafplatz aussucht und da immer wieder hingeht, sondern, also man darf schon mal wiederholen am gleichen Platz, klar, kein Problem. Nur ein bisschen Variation, ja, wenn man dann doch zum regelmäßigeren Waldschläfer wird. Warum übrigens, ach ja, ganz wichtig, Waldschläfer zu sein hat natürlich auch noch praktische Aspekte, wenn man irgendwo in den Urlaub fahren möchte und will ein, zwei Nächtelchen auch im Walde nächtigen, dann kann man natürlich einen Haufen Geld sparen, je nachdem, ob man es nötig hat oder nicht. Je nachdem, ob Frau da mitspielt oder nicht, meine tut es ja, da habe ich Glück. Andere tun es vielleicht eher weniger. In manchen Fällen ist es auch so, dass die Frau Interesse hat am im Wald schlafen und er nicht. Das habe ich auch schon erlebt. Und wie dem auch sei, jedenfalls zurück zu den nächtlichen Geräuschen. Also Mäuseraschel hatten wir schon erwähnt. Raschel, mit einer gewissen Fortbewegung. Ja, also das ist völlig harmlos. Also außer man hat Angst vor Mäusen, was natürlich gar nicht mal völliger Unsinn ist, weil die können ja potenziell eventuell Krankheiten übertragen, aber nicht die Maus selber, sondern eher deren Hinterlassenschaft. Wenn die also auf größerer Strecke unterwegs ist, dann ist das harmlos. Eher so der Mausebau und eine sehr häufig von Mäusen frequentierte Futterstelle oder sowas in die Richtung. Das wäre dann viel, viel dramatischer, als dass eine Maus mal eben vorbeiraschelt. Wildschweine. Wildschweine wäre natürlich noch ein Thema. Die kommen, wenn sie vorbeikommen, dann meistens als Rotte vorbei, weil sie vorbei wollen. Weil es ihnen einfach egal ist, dass du im Weg liegst. Also sie rennen jetzt schon nicht unterm Tarp drunter durch. Aber der Umweg, den sie machen, um an deinem Lager vorbeizulaufen, hält sich meistens in Grenzen. Das heißt, man wird sie ordentlich hören. Die sind nämlich nicht gerade dezent. Also wenn etwas wirklich wie eine Rotte Wildschweine durch den Wald bricht, dann ist es eine Rotte Wildschweine. Die kann man wirklich nicht mit was anderem verwechseln. Ein Einzelschwein, das kommt ganz, ganz selten mal vor. Es könnte theoretisch ein solo lebender Keiler sein, der mal schaut, was bei dir so los ist und ob da was zu holen ist. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber auch hier muss man wieder sagen, das ist so unglaublich unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, ne, das muss man jetzt halt mit sich selber ausmachen, wie man mit solchen niedrigen Risiken, also gering wahrscheinlichen Risiken halt für sich persönlich umgeht. Ist das Risiko die Waldübernachtung wert, beziehungsweise die Waldübernachtung das Risiko wert, so rum, oder treibt einen das wieder nach Hause? Das ist auch okay. Wie gesagt, niemand muss im Walde nächtigen. Und habe eigentlich noch nie wirklich erlebt, dass Wildschweine nennenswertes Interesse daran haben, sich jetzt dem Lager wahnsinnig zu nähern, weil sie hoffen, dass sie da irgendwas zu futtern finden können. Dafür sind die zu gut im Futter. Wildschweine haben zurzeit überhaupt keine Nahrungsengpässe. Die finden jede Menge Essbares. Daher ist das nur ein unnötiges Risiko, nicht ganz kalkulierbar, ob man nicht vielleicht doch gefährlich ist, der da unterm Zelt liegt. Also habe noch nie Nennenswertes gehört, dass die wirklich viel zu nahe gekommen wären. Was
passieren kann, ist, dass die Bache mit ihren Frischlingen unterwegs ist. Dann wird sie allerdings eher noch einen Bogen um den Schläfer machen, weil im Regelfall, also ich sag mal, in 99% der Fälle wissen die, dass man da ist. Ja? Weitere 96% der Fälle, wo Wildschweine vorbeikommen, ignorieren sie, dass man da ist. Weil einfach, ne, der komische Homo Sapiens-Tourist, der normalerweise immer nur von A nach B läuft, liegt jetzt plötzlich hier im Wald rum. Naja, ist derselbe wie sonst. Wir gehen mal ein bisschen außen rum, aber ansonsten interessiert uns der nicht groß. Also in etwa kann man sich das vorstellen, wie das für die Wildschweine ist, wenn da plötzlich ein Mensch im Wald rumliegt. Und dass der noch lebt, kriegen die schon auch mit. Deshalb kommen sie nicht auf die Idee, dich anzuknabbern. Du solltest natürlich möglichst noch leben. Ja, sonst kommen sie wahrscheinlich schon auf die Idee, dich anzuknabbern. Andererseits, wenn man schon tot im Walde liegt, dann will man den Wildschweinen doch auch schmecken, oder? Also so geht es mir zumindest. Sollte ich mal tot im Walde liegen, dann will ich auch bitte lecker sein. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, zu viele Konservierungsstoffe und so ein Zeug. Gut, ja, mehr fällt mir beim besten Willen zu nächtlichen Geräuschen nicht ein. Vielleicht noch für die Damen. Bei den Damen kommt ja häufig ist es auch übertrieben, aber hin und wieder mal die Angst auf, dass der Axtmörder vorbeikommen könnte oder der Waldvergewaltiger oder sonst wie. Das ist halt auch hochgradig unwahrscheinlich, weil so ein Waldvergewaltiger, der einsame Frauen im Walde sucht, der hat wahrscheinlich 364 Tage im Jahr überhaupt nichts zu tun. Und die eine, die dann vielleicht doch mal irgendwo im Wald ist, ist dann wahrscheinlich im falschen Wald. Ja, also das ist einfach derartig weit hergeholt. Ein Stadtpark. Lauerer und jemand, der da Böses vorhat. Also wenn ich Böses vorhätte, was selten der Fall ist, gar nie. Aber dann würde ich mir ganz bestimmt nicht den Wald aussuchen, um auf irgendwen zu lauern, weil hier ist nachts keiner. Ja, ganz, ganz selten trifft man mal irgendeinen anderen Mensch, wenn man ganz stadtnah unterwegs ist und gerade erst es dunkel geworden ist und jemand noch zu spät aus dem Wald zurück möchte und einfach irgendwie die Zeit vergessen hat oder grundsätzlich spät dran ist oder sonst wie. Da trifft man ganz selten mal jemanden. Aber mitten in der Nacht ist kein Mensch im Wald. Das kannst du vergessen. Da ist übrigens auch kein Jäger mehr. Der kann nämlich mitten in der Nacht auch nichts schießen. Es sei denn Wildschweine. Heutzutage geht das. Das ist aber bei kaum noch irgendeinem Jäger bisher angekommen und das wird so gut wie nie praktiziert. Der Förster, der hat 16.30 Uhr Feierabend. Das ist Quatsch, der macht keine unbezahlten Überstunden, willkürlich irgendwo im Wald rumzustapfen, in der Hoffnung, da irgendwelche Waldschläfer aufzugabeln. Wie gesagt, der Axtmörder ist ziemlich arbeitslos, wenn er seine Opfer mitten im Walde sucht. Davon abgesehen hat er wahrscheinlich selber Angst im dunklen Wald, vom anderen Axtmörder gemördert zu werden. Also was soll da sein? Und man kriegt es ja mit, dass sich wirklich ein Mensch nähert. Und gut, da hängt es jetzt natürlich auch irgendwo so ein bisschen psychisch und mental davon ab, ob man jetzt irgendein 1,90 Kerl ist oder eine 1,60 zarte weibliche Person, mag eine Rolle spielen. Ja, das will ich ja gar nicht unterstellen, dass das egal ist. Aber ja, ne? Also es ist hochgradig unwahrscheinlich und ich kenne auch viele Frauen, die da selten ein Problem mit haben, weil sie eben genau diese logische Überlegung durchführen, so nach dem Motto, die Chancen, dass da jetzt irgendwie irgendwer was Böses will und dann zufällig ausgerechnet in dem von mir willkürlich ausgewählten ein Waldstückchen im Nirgendwo jetzt plötzlich der Axtmörder vorbeikommt. Selbst wenn da jemand vorbeikommt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand ist, der dann was Böses will? Ich würde jetzt doch mal 99% unserer Mitbürger grundsätzlich schon mal unterstellen wollen, selbst wenn sie nachts im Wald unterwegs sind, dass sie das nicht tun, um irgendjemand zu Axtmördern, ja, oder Ähnliches. Daher, ja, das ist relativ müßig, solche Überlegungen in die Richtung. Ja, das ist jetzt schade. Jetzt habe ich nämlich mehr oder weniger nichts mehr zu sagen, was zu den nächtlichen Geräuschen noch zu erwähnen wäre. Bäume, die knacken, ist übrigens auch normal. Das ist einfach ein Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Da arbeitet das Holz ein wenig. Erstens durch die Temperatur, zweitens auch durch den Wassergehalt. Die füllen sich über Nacht nämlich wieder mit Wasser auf, speichern da jede Menge davon ein und haben erst, wenn die Sonne weg ist, wirklich die Möglichkeit, so richtig viel Wasser einzuspeichern, weil davor hatten sie ja noch Photosynthese am Laufen, die regelmäßig wieder das Wasser verbraucht hat. Also so viel konnten sie meistens nicht aufnehmen, wie sie dann auch schon wieder abgegeben haben.
drum. Das erklärt auch viele Knackgeräusche im Holz. Gerade auch wenn es kalt ist, kommt noch Frostknackgeräusche im Holz dazu. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass der Baum sofort umfällt oder dann einen riesen Ast abbricht oder einen Eiszapfen einen ausspießt, bei was auch immer. Das sind einfach ganz normale Knackgeräusche. Der Wind in den Wipfeln macht natürlich auch immer ein gewisses Geräusch, sofern dann welcher da ist. Wenn es regnet, ist auch häufig so, dass sich das sehr laut anhört, eben durch die vielen Laubschichten, über die der Regen sozusagen fällt, bis er dann mal am Boden ankommt. Es regnet auch viel länger, in Anführungszeichen, als es tatsächlich regnet, weil es dann noch vom Baum runtertropft, obwohl der eigentliche Regen schon aufgehört hat. Dafür kommt der Regen auch später am Waldboden an. Wenn es draußen schon lange regnet, sind die Baumkronen unter Umständen doch noch so dicht, dass es noch lange Zeit nicht am Waldboden ankommt, was da so runterregnet. So etwa 1 Liter pro Quadratmeter wird nämlich von einem trockenen Wald, Laubwald, so wie dieser hier, durchaus erstmal aufgehalten. Es muss also schon mehr als 1 Liter pro Quadratmeter runterkommen, damit man überhaupt was merkt am Waldboden. Ha, im Schnitt. Ja, aber ich glaube, jetzt muss ich das Ganze auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Das wäre es gewesen. Grundsätzlich vielleicht noch ein letztes. Was macht man denn, wenn man jetzt auf Natur unterwegs ist und regelmäßig draußen im Walde pennt, so wie mit meiner Ausrüstung beispielsweise, die ist ja eigentlich auch für Touren gedacht und nicht für mal eben irgendwo eine Wacht im Wald pennen, wo es relativ egal ist, ob du 20 Kilo zu deiner Stelle hinschleppst, sofern die nur 2-3 Kilometer weit weg ist vom Ausgangspunkt, wo du geparkt hast oder wo du aus der S-Bahn ausgestiegen bist oder was auch immer, dann ist das relativ egal. Aber bei einer Trekkingtour tatsächlich, mit Übernachtungen in der Natur, da hat man gar nicht viel zu tun abends. Da kommt man an, da sucht man einen Lagerplatz aus, dann baut man sein Lagerchen auf, dann richtet man sich häuslich ein, dann macht man sich was zu essen. Das macht man 1-2 Mal, dass man da großaufwendig kocht. Danach fängt man an, sich einfach heiß Wasser heiß zu machen, dass man was reinschmeißt, weil du hast dann irgendwann einfach keine Lust mehr, noch groß zu köcheln. Du bist den ganzen Tag unterwegs gewesen, du bist K.O., es wird dunkel, du gehst schlafen, es wird hell, du stehst wieder auf, du machst dir ein Frühstück, du packst dein Geraffel zusammen, baust dein Lager wieder ab und du marschierst weiter. Man hat keine Lust, noch nennenswert was anderes zu tun. Und daher grundsätzlich ist einfach im Wald schlafen, weil man müde ist und schlafen möchte, darf man nicht mit Bushcraft in dem Sinne gleichsetzen, dass es da ums im Wald sein und im Wald Zeit verbringen und im Wald Löffel schnitzen und Hocker bauen und ins Feuer starren, sofern man dann eins machen darf oder trotzdem eins macht, was man denn nicht darf. Sowas, ja. Das hat sicher auch seinen Reiz und das habe ich ja auch schon betrieben. Aber für mich war eigentlich immer dieses Draußenpennen wirklich größtenteils dafür da, um von A nach B zu kommen, weil man draußen sein möchte und weil man über Nacht halt irgendwie die Nacht überbrücken möchte und natürlich auch schlafen möchte, um des Schlafens willen, weil Schlaf nun mal erholsam ist. Ja, das sind so die Hintergründe, weshalb ich damit angefangen habe. Nochmal, das habe ich ja schon eingangs erzählt, aber die große Romantik war bei mir nie das Thema. Also jedenfalls nicht fürs nächtliche draußen sein, mehr so für das tagsüber draußen sein, das spannende Dinge entdecken, das neue Landschaften erschließen und auch irgendwo natürlich, dass das Landschaften sind, zu denen man nach Möglichkeit gar nicht kommt, ohne zu Fuß zu sein. Ja. Das ist in Deutschland nur selten der Fall. Das ist in großen Wildnisgebieten im Ausland natürlich deutlich häufiger der Fall. Jetzt Norwegen, Schweden, Grönland, Gebiete im Osten, wo man zurzeit wahrscheinlich nicht so unbedingt hin will, aber theoretisch gäbe es die da. Und ja, auch manche abgelegene Ecken im Süden selbstverständlich oder gar in der Wüste rumstapfen, wer da drin Interesse und Freude hat und solche Sachen. Ja. Aber in meisten Fällen ist, glaube ich, das eigentliche Draußenpennen für die Leute, die das regelmäßiger machen, mehr ein Mittel zum Zweck als ein Selbstzweck an sich. Was natürlich nicht heißen soll, dass man das nicht einfach auch so machen kann. Also es soll wohl auch Leute geben, die einfach Waldschläfer sind, hauptsächlich ohne groß wandern zu gehen, ohne groß Buschkraften zu gehen und es einfach genießen, eine Nacht im Wald zu verbringen, um den Akku aufzuladen und solche Späße. Gut. Das war dann mein Schlusswort für heute. Dann machen wir morgen nochmal fröhliches Aufräumen bzw. eine Runde Frühstücken. Fröhliches Aufräumen. Ich berichte euch auch nochmal ein bisschen, was nachts so passiert ist, falls was passiert ist. Und ansonsten bis morgen. Macht's gut und dann sehen wir weiter. Gute Nacht.